Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen vier Wände gebracht haben. Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten. Sicher dir jetzt die limitierte Arminia Gesundheitskarte mit exklusiven Vorteilen für echte Arminia-Fans. Alle Infos unter unser-gesundheitspartner.de. Wir sind zurück mit der nächsten Partie. Arminia Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg. Beide haben ihr Auftaktspiel verloren. Mindestens eine Mannschaft wird jetzt also die ersten Punkte einfahren. Hier im Turnierverlauf. Arminia Bielefeld ja mit 3:4 gegen Eintracht Frankfurt verloren. VfL Wolfsburg ein 1:3 gegen den ersten FC Köln. Und wir sind gespannt, während die Halle noch hergerichtet wird. Es gibt noch ein bisschen was zu wischen. Einer der Mühlis hat aber ordentlich geschwitzt, sodass hier die Platte noch einmal reingepackt wird. Arminia Bielefeld, wir haben es vorhin schon gesagt, 20. Teilnahme im Turnier. Die Wolfsburger, auch ein kleines Jubiläum, sind mit 10 Teilnahmen heute am Start. Nochmal der Blick in die Halle. Wunderbare Atmosphäre. Dieser junge Mann ist Jasper Ehlers. 20 Jahre jung vom TuS Gelenbeck. Also zusammen mit Dominik Capecchini, der jüngste Schiri hier im Turnierverlauf. Für ihn sicherlich ein ganz, ganz großes Ding, hier zu pfeifen. Früher Höhepunkt in seiner Schiedsrichterkarriere. Bisher die Referees ja hier mit einer ganz, ganz tollen Leistung. Ela ist ganz entspannt. Wartet auch darauf, dass er endlich loslegen kann. So, Ehlers macht sich bereit. Und der Anpfiff erfolgt. Am zweiten Vorrundenspieltag. Versuch hier vom Bielefelds Keeper Yusuf Temin. Sein ist angehalten. Ball wiedergefunden. Und wir können es weitermachen. War lost. Das Spielgerät. So, wir schauen, wie Wolfsburg aufbaut. Sieht nach dem 2-2 aus, genau. Einer ganz interessanten Positionsabläufen. Stehen also im 2-2-System. Zwei Verteidiger, zwei Angreifer. Stürmer kommt dann entgegen und diese frei gewordene Lücke stößt dann der Verteidiger von innen. Wir werden das gleich nochmal im Kamerabild haben. Anders die Bielefelder, die zusammen mit dem Keeper aufbauen und dementsprechend drei Leute nach vorne postieren. Freistoß für 4 für den VfL. Geht man nach den Ligen, ist die Favoritenrolle hier ganz klar verteilt. Die Arminia hier in der Landesliga aktiv, zusammen mit Eidinghausen-Werster, also einem Teil unserer Mühli-Spieler.
Der VfL Wolfsburg, Tabellenfünfter in der Regionalliga. Das ist ja die höchste Spielklasse für U16-Teams. So gesehen, also dieses Turnier hier auch für die Arminen. Ein großes Highlight. Und die erste Chance für Bielefeld. Der Treffer sitzt gleich. Thilo Lindemann trifft für den DSC zum 1:0. Waren ja auch schon gegen die Frankfurt. Ein Auftaktpartie torgefährlich. Drei Treffer erzielt. Allerdings vier kassiert. Der Aufbau da zu zweit. Da wird es natürlich im Angriffsdrittel da richtig eng. Sechs Spieler dann auf einer recht kleinen Fläche. Das ist immer der Vorteil an diesem 2-2-System, dass man das Spielfeld relativ groß sieht, um die Räume so ein bisschen zu öffnen. Beide Ausrichtungen haben wir natürlich ihr Für und Wider. Das ist der nächste Versuch von Yusuf Temin. Wolfsburg jetzt spielbestimmender, ohne so richtig zum Abschluss zu kommen. Jetzt über die Bande, Kontermöglichkeit für Amelia Bielefeld, allerdings Wolfsburg sehr konsequent im Umschaltverhalten. Das war gut behauptet, gut quergelegt. Bielefeld schmeißt sich rein. Wir müssen jetzt richtig Druck drauf machen, weil sie in der Überzahl da sind. Wenn sie den Ball dann verlieren, wird es schwierig. Aber gut abgesichert. So, Abschlussversuch, aber ungefährlich. Abschluss hier von Oliver Nave. Der Ball hatte den Strafraum noch nicht verlassen. Das hat das alles im Griff. Sortiert noch ein bisschen den Verkehr. Und dann können wir auch schon weitermachen. Nicht drüber gelegt, gute Schussmöglichkeit. Mal gegen die Bande. Also er hat noch ein bisschen Zielwasser zu trinken. Yusuf Temin. Dritter Versuch und das dritte Mal. Dann doch in die obersten Etagen dieser Halle. Oh, guter Schussversuch jetzt. Wichtige Parade davon. Gehen wir nochmal. Zack, ganz wichtig, die Fingerspitze dran zu bekommen. Jona Renner. Johann Danke war es im Tor.
Fall das Foulspiel. Ja, keine Absicht. Springt natürlich voll rein, aber konnte da auch nicht mehr wohin. Freistoßpfiff geht natürlich in Ordnung, aber keine böse Reaktion. Eher noch ein sehr, sehr faires Turnier hier bisher. Keine großen Diskussionen. Sehr, sehr zufriedenstellend für alle Beteiligten. So ein bisschen gearbeitet. Es ist so nach dem 5:4 Hamburg gegen Leipzig und dem 1:0 der Mühlengrasauswahl. So ein kleiner Emotionsrunterholer dieses Spiel. Es ist noch nicht so intensiv. Es ist noch nicht so hochklassig. Aber was ich es kann ja noch werden. Das erste Mal, dass hier Timin wirklich in seiner Paradedisziplin auftauchen muss, nämlich Bälle halten. Bisher ist er nur als Torschütze in Erscheinung getreten. Jetzt zum zweiten Mal seine Parade. Da haben wir ihn, Timin. Im Tor der Amin. 4 Minuten vor dem Ende. Intensives Duell. Elas lässt es durchgehen, geht glaube ich in Ordnung. Ball bis 2 für Wolfsburg da. Oh, schade, bei der Bande vorbeigespielt. Die Wolfsburger ja mit Werder Bremen und dem Hamburger SV in einer Liga, in der Regionalliga. Dort auf Tabellenplatz 5. 9 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Hamburg. 6 Punkte hinter Werder Bremen. Gab auch natürlich das direkte Duell in der Hinrunde. Gegen Hamburg verlor man 1:4. Gegen Werder Bremen erkämpfte man sich 2:2. Tor. Das dürfte Jesse frei gewesen sein. Der konnte selber kaum fassen. Wahnsinns-Distanzschuss. Der schlug die Hände vor Gesicht. Aber was habe ich denn hier gemacht? 2:0 Arminia Bielefeld. Das hat doch entschädigt für das, was wir bisher gesehen haben. Denn das war noch nicht so der Knaller. Aber dieses Tor natürlich sensationell gut. So, nächste Möglichkeit und Pfosten. Knapp daneben, Abpraller jetzt aber. Ja, jetzt spielen wir nochmal richtig Tempo auf hier. 2 Minuten vor Ende. 2:0 für Bielefeld. Auch das wäre eine Überraschung. Wie gesagt, die Amin in der Landesliga nur aktiv. Hier nochmal. Das Tor. Sicherlich jetzt schon in den Top 5. Hier sehen wir es. Wunderbar eingeschlagen. Klasse. Schöne Aufnahme. Vom Team. Um Kamera. OWL. Nächster Abschluss. Knapp daneben. Chance von Benjamin Nisic. So, Wolfsburg will kontern, aber wieder ist ein Bein dazwischen. Also Arminia verteidigt leidenschaftlich. Das können wir festhalten. Darauf können wir uns einigen. Das ist ein sehr, sehr disziplinierter Auftritt. Was die Defensive, was das Spiel gegen den Ball hier angeht. Lassen Wolfsburg da überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Die
es riecht hier nach dem ersten Erfolg. Hashtag FWC19, Facebook und Instagram. Auch da viele Eindrücke, Videos, Fotos. Holt euch die Stimmung aus der Grassporthalle an die Smartphones, Tablets und Laptops. Danischer Mützel sehen wir hier. Der Wolfsburg ist unentspannt. Hier ist bei Elas, hat noch ein bisschen Klärungsbedarf. Da haben die beiden ein paar analoge Freundschaftsanfragen verteilt. Eduard Ibrahimi und Oliver Fobassem Nave im Gespräch. Aber das kriegt man ja schnell aus der Welt. Halbe Minute noch. Nächste Partie, die wir gleich sehen werden, Mainz 05 gegen Schalke 04. Das war's, Bielefeld gewinnt mit 2:0 und wir schauen uns die Highlights dieser da doch noch munteren Partie an. Bis gleich.